Jebel al-Qara. So heißt hier der Berg in der Al-Hasa-Oase. Und mittendrin liegt ein Weltnaturerbe der UNESCO, die Höhlen von Al-Qara. Höhlen sind ebenso beeindruckend wie uralt. Die ersten Siedler ließen sich hier 5000 Jahre vor Christus nieder. Die Höhlen von Al-Qara dienten als natürliche Klimaanlage. Das ganze Jahr über hat es hier Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad. Ohnehin liegt der Ort perfekt in der Al-Hasa-Oase. Hier gibt es Wasser und damit leben. An manchen Stellen wird es dann wirklich zu eng. Hier in den Höhlen der Al-Hasa-Oase in Saudi-Arabien. Wir können uns völlig frei bewegen. Niki muss auch kein Kopftuch tragen. Saudi-Arabien öffnet sich für den Tourismus. 2023 kamen rund 3 Millionen Touristen, in ein paar Jahren sollen es schon über 40 sein. Gigantische Sprünge, wenn man sich überlegt, dass vor 2017 überhaupt gar keine Ausländer für touristische Zwecke nach Saudi-Arabien einreisen durften. Über 3 Millionen Dattelpalmen gibt es hier in der Al-Hasa-Oase. Die größte Plantage der Welt. Die meiste Produktion von Datteln kommt tatsächlich hier aus Saudi-Arabien und genau hier aus dieser Oase. Wie eigentlich überall in der arabischen Welt erleben wir die Menschen hier als überaus neugierig, aufgeschlossen und gastfreundschaftlich. Vielleicht noch ein kleines bisschen unverstellter als in den anderen Ländern. Und wenn dies auch sicher kein politisches Video ist, beschließen wir, noch einmal zurückzukehren, um den Menschen in diesem Land eine Chance zu geben.